Suono Beats. Efficacious Beats. Yeah. Verstrahlt, guter Move, du hast dich von jeder Gruppe distanziert, damit man dich anhand deines Profils ja nicht reduziert. Aber der Move geht ins Leere, wie bei einem Pantomime in Seilzug. Deine Bitch hat die Regel und die Note im Schatten im Tampon eine Zeitung. Deine 16. Hook klingt wie ein Part, der sich nun wiederholt. Ich dachte zuerst, man, du hättest dich dort vertan, aber schien nicht so. Das liegt ganz einfach daran, dass du immer nur eine Spur für die Aufnahmen benutzt. Und daran kann man dann noch erkennen, dass du kein Talent hast, du Schlumpf. Digga, wenn du Hilfe brauchst beim Mischen, dann hör mal zu, nicht du, sondern deine Spur ist auf dem überkrassen Höhenflug. Wikipedia hat mir gezeigt, du wärst nicht mein Gegner, denn verstrahlt ist ein Lied des deutschen Rappers Materia. Sag mal, trägst du die Brille, damit du nicht aussiehst wie Frodo? Oder will etwa dein Kameramann, dass du ihn auch mit ins Boot holst? Könnt ihr zusammen untergehen und nimm gleich diesen Fio mit, denn wir brauchen keine Rapper mit ner Klitoris. Ich mach dir ein Schloss in den Tunnel und danach schmeiß ich den Schlüssel weg. Der Obi promotet ne Weihnacht, ne tolle Sonnenbrille, trage ne Pimpes Back. Tolles Image, denkst du, dass wir Namen als bringen? Du hast so viel Angriffsfläche, da muss man gar nichts erfinden. Dass du das Battle gewinnst, ist vollkommen unrealistisch. Und realistisch ist, dass du nach dieser Runde den Strick nimmst. Du bist so schön verliebt in dich selbst und deiner Hipsterfresse. Doch Zeit und ich strafen Leute wie dich mit Desinteresse. Yeah. Gezwungenermaßen musste deine und ertragen Pussy, denn ich brauche ja Bezug. Das steht im Regelwerk der Jury. Ey du Hipster, ich werde dich hier hart auf dem Takt zerfetzen. Für dich wird das ein Akt, so wie die Darstellung nackter Menschen. Ich wette, dass du mich aufgrund von dem Label wie jeder Penner reduzieren wirst. Aber du könntest mir damit nur zeigen, dass du wie die letzten Gegner nur verlieren wirst. Und mit der Masche, dass du dann noch Lüge verbreitest. Ich glaube, du solltest mich lieber studieren, bevor du dann gegen mich übelste Scheiße verbreitest, um mich nur zu provozieren. Du kommst mit Standardreimen, cool. Ich hau ne Punchline raus. Du machst dich aus dem Staub, ich mach dich zu Staub, so wie ne Panzerfaust. Während auf deine Reime sogar schon Kinder kommen, gehst du dem Hobby deines Vaters nach. Auf Kinder kommen. Ich bin dir ganz einfach nur überlegen, so wie wenn du kontern musst. Der Zug ist leider schon abgefahren, aber nicht schlimm, da kommt dein Bus. Ich lehne mich zurück und schau, wie Vocal dir den Rest gibt. Ich gewinn nach Punkten, Dopeness und Technik. Ich mach dir ein Schloss in den Tunnel und danach schmeiß ich den Schlüssel weg. Der Obi promotet ne Weihnacht, ne tolle Sonnenbrille, trage ne Pimpes Back. Tolles Image, denkst du, dass wir Namen als bringen? Du hast so viel Angriffsfläche, da muss man gar nichts erfinden. Dass du das Battle gewinnst, ist vollkommen unrealistisch. Und realistisch ist, dass du nach dieser Runde den Strick nimmst. Du bist so schön verliebt in dich selbst und deiner Hipsterfresse. Doch Silent und ich strafen Leute wie dich mit Desinteresse.